Schönen guten Tag. In diesem Video schauen wir uns mal zwei Fernstudiengänge in Finanzmanagement an. Und dafür habe ich mir rausgesucht den Bachelor of Arts Finanzmanagement an der IU, Internationalen Hochschule. Und den vergleiche ich mit dem Bachelor of Arts Finance and Management an der EuroFH, der Europäischen Fernhochschule Hamburg. Wir gucken uns natürlich die Studieninhalte im Detail an. Was gibt es für Möglichkeiten, sich zu vertiefen im Laufe des Studiums? Dann werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten an Präsenzen, ja, und Präsenzveranstaltungen, Seminaren und so weiter teilzunehmen. Und wir gucken uns natürlich an, ja, was kostet das Ganze an beiden Hochschulen. Ich werfe auch mal einen kleinen Blick auf die Bewertungen für beide Studiengänge und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, hier auf Fernstudienet haben wir übrigens eine umfangreiche Vergleichsseite, ja, für alle möglichen Fernstudiengänge im Bereich Finanzen, Finanzmanagement in den Finanzwissenschaften. Ja, da gibt es sehr viele Studiengänge, auch an der IU. Ja, da gibt es auch mittlerweile jede Menge Master, die man da absolvieren kann, aber auch an anderen Hochschulen, ja, an staatlichen Hochschulen, da lohnt sich natürlich auch mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, ja, da sind die Studiengänge in der Regel nicht ganz so teuer wie an den privaten Hochschulen. Auch an der EuroFH gibt es natürlich auch noch Master Finance, kann man auch an der Allensbach Hochschule Konstanz beispielsweise studieren, also wenn man schon seinen Bachelor hat, aber auch an der Akkad University gibt es auch einen Bachelor in Financial Services Management, hier an der Hochschule Wismar und so weiter und ganz neu auch an der International School of Management. Ihr seht schon, die Auswahl ist nicht so riesig, ja, in diesem Fachbereich. Also schaut einfach mal hier auf dieser Seite vorbei. Da vergleiche ich euch das Ganze im Detail und finde noch jede Menge andere Informationen zu Studiengängen, Fernstudiengängen in diesem Fachbereich. Aber werfen wir erstmal kurz einen Blick auf beide Hochschulen. Ich fange mal an hier mit der IU, Internationalen Hochschule. So viel muss man jetzt zu dieser Hochschule auch nicht mehr sagen. Kennt mittlerweile eigentlich jeder, ja, was auch damit zu tun hat, dass die momentan oder mittlerweile die größte Hochschule in Deutschland ist, was schon eine Hausnummer ist für eine private Hochschule. Also die IU ist eine Fachhochschule, ja, an der sind mittlerweile jetzt in diesem Wintersemester 2021-22 über 75.000 Studierende eingeschrieben, ja, in die vielen Bachelor- und Masterstudiengänge, die es hier gibt. Also ihr seht, hier gibt es wirklich aus jedem Fachbereich Studiengänge und das ist auch schon ein großer Unterschied zur Europäischen Fernhochschule Hamburg, ja, weil die IU Internationale Hochschule letztendlich Studiengänge im Prinzip aus allen Fachbereichen anbietet, ja, sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge, während die EuroFH, das werden wir gleich sehen, ein bisschen spezialisierter ist auf bestimmte Fachbereiche. Ja. Dann gibt es auch noch Weiterbildungen hier direkt an der IU Internationalen Hochschule, die man hier studieren kann und ja, summa summarum, riesen Studienangebot. Die Hochschule gibt es jetzt seit, es müsste 1998 sein, damals noch als IOBH, ja, Internationale Hochschule Bad Honnef. Damals war der Standort auch noch Bad Honnef für einige Präsenzstudiengänge. Mittlerweile, habt ihr auch mitbekommen, hat sich die Hochschule umbenannt in IU Internationale Hochschule. Hier muss man auch wissen, dass die Fernstudiengänge nicht seit 98 angeboten werden, sondern, soweit ich weiß oder soweit ich mich erinnern kann, seit ungefähr so 2009, 2010 müsste das sein, dass hier Fernstudiengänge angeboten werden. So, dann schon mal eine Besonderheit vorweg für diesen Studiengang, den ich euch jetzt vorstelle in Finanzmanagement, ist, dass es hier an dieser Hochschule, an der IU, besonders viele Möglichkeiten gibt, sich zu vertiefen. Das schauen wir uns natürlich gleich nochmal im Detail an, wenn es um die Studieninhalte geht. Dann haben wir hier die EuroFH, die Europäische Fernhochschule Hamburg. Und die ist nicht ganz so groß wie die IU Internationale Hochschule. Also im letzten Wintersemester 2020 nach offiziellen Zahlen waren hier 8.100 Studierende ungefähr eingeschrieben. Ja, wobei klar ist, dass das natürlich trotzdem eine Riesenzahl ist. Ja, oder dass das schon eine der größeren privaten Hochschulen auch in Deutschland ist. Auch eine Fachhochschule wie die IU Internationale Hochschule, also keine Universität. Ja, auch wichtig zu wissen, wie die Fernuni Hagen beispielsweise, ja, das ja eine, die ja eine Universität ist, sondern eine Fachhochschule wie auch die IU. Die Hochschule, die EuroFH, wurde gegründet im Jahre 2003. Also ihr seht, ein bisschen später eigentlich als die IU oder die IUBH damals noch. Aber was man hier wissen muss, ja, dass diese Hochschule von Anfang an Fernstudiengänge angeboten hat. Also die haben letztendlich Erfahrung seit dem Jahre 2003, ja, in der Vermittlung von Studieninhalten an Leute, die vor allem berufstätig studieren. So, dann, was das Studienangebot angeht, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, dass dieses Studienangebot natürlich einen Fokus auf
BWL-Studiengänge hat, Studiengänge im Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften, Management und so weiter, ja, wobei man natürlich an dieser Hochschule mittlerweile auch den einen oder anderen Studiengang hat, der aus ja oder in anderen Fachbereichen angeboten wird. Soziale Arbeit kann man jetzt hier studieren beispielsweise oder Kindheits- und Jugendpädagogik, aber auch Psychologie, ja, wobei es diesen Studiengang BWL und Wirtschaftspsychologie schon recht lange an dieser Hochschule gibt. Ja, und in diesen Fachbereichen gibt es dann auch jede Menge Master an der Hochschule und mittlerweile oder auch seit einigen Jahren wird jetzt hier ein Abendstudium angeboten, das man in Hamburg studieren kann. Jetzt nicht für den Studiengang, den ich euch hier vorstelle, sondern beispielsweise hier für BWL und Wirtschaftspsychologie oder auch für nur BWL, ja, und Psychologie mittlerweile auch. Also ihr seht schon den großen Unterschied hier zur IU. Das ist eine Hochschule, die mehr spezialisiert ist, auch letztendlich mehr auf den Fachbereich, den ihr studieren wollt. Und ich finde, das sollte auch in die Entscheidung mit einfließen, für oder gegen eine Hochschule. Ich finde es immer ein bisschen besser, das ist meine persönliche Meinung, wenn eine Hochschule spezialisiert ist auf einen dieser Fachbereiche, ja, und da mehr Fachpersonal in dem Sinne auch angestellt hat, also entsprechend Professuren und sowas, es dort gibt an dieser Hochschule, aber das heißt jetzt natürlich nicht, ja, dass die andere Hochschule, also die IU in dem Fall, jetzt schlechter ist oder so, aber das ist halt eine Hochschule, die sozusagen alles anbietet und während diese Hochschule hier mehr fokussiert auf diese Fernstudiengänge im Bereich BWL ist. Vielleicht noch ein, zwei Besonderheiten vorweg hier an der EuroFH. Die erste Besonderheit ist, dass man hier schon sozusagen sich vorher auch informieren kann, ob es da die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung oder Fortbildung, ja, die man schon in der Tasche hat, etwa den staatlich geprüften Betriebswirt pauschal anrechnen kann. Das geht natürlich auch an der IU, aber da gibt es jetzt keine Informationen auf der Webseite. Da müsstet ihr erst einfach mal prüfen lassen, was ihr wie anerkennen lassen könnt. Aber ihr habt da so ein Dokument, das könnt ihr euch runterladen auf der Website der EuroFH. Da findet ihr ja alle möglichen Lehrgänge, die hier pauschal anerkannt werden können. Beispielsweise, ihr habt einen Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt, ja, oder einen Abschluss in diesem Bereich oder irgend so ein IHK-Fachwirt oder sowas. Und da könnt ihr hier ja jede Menge Studienzeit auf der einen Seite und auch jede Menge Studiengebühren sparen. Also ihr seht es hier, für den staatlich geprüften Betriebswirt könnt ihr letztendlich, ja, ich sag mal, fast die Hälfte, ja, oder ungefähr so ein Drittel der Studiengebühren sparen. Das ist eine Besonderheit in diesem Studiengang. Und die andere Besonderheit, die nehme ich auch schon mal vorweg, ist, dass ihr hier mehr Seminare habt oder generell habt ihr hier auch die Möglichkeit, an Präsenzseminaren teilzunehmen. Und ganz besonders, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch an einem internationalen Seminar teilnehmen, ja, das über eine von vier oder fünf verschiedenen Partnerhochschulen der EuroFH angeboten wird, in verschiedenen Städten, beispielsweise in China, ja, in den USA, wenn ihr wollt, oder auch in verschiedenen Städten hier in Europa, Spanien, Dänemark und so weiter. Schauen wir uns dann gleich nochmal im Detail an. So, aber jetzt wollen wir uns natürlich erstmal die Studieninhalte für beide Studiengänge angucken. Ich fange mal an hier mit der IU, Internationalen Hochschule. Ihr habt hier auf den Übersichtsseiten immer so eine Übersicht über die Studiengänge hier für das Vollzeitstudium. Also ihr wisst sicherlich schon, dass ihr an der IU verschiedene Zeitmodelle wählen könnt. Das Vollzeitstudium, da dauert so ein Bachelorstudium 6 Semester. Dann habt ihr ein Teilzeitstudium 1, ja, da dauert das Studium regulär 8 Semester. Und das Teilzeitstudium 2, da braucht ihr ein 12 Semester bis zum Abschluss. Der große Unterschied ist, mal abgesehen von der Zeit, die ihr für das Studium braucht, sind die Kosten. Gucken wir uns dann zum Schluss nochmal bei den Studiengebühren an. Und ich empfehle euch aber immer auch, wenn ihr euch für so ein Studium interessiert, einen Blick in das Modulhandbuch zu werfen. Da habt ihr wirklich detaillierte Beschreibungen für jedes einzelne Modul, was hier angeboten wird. Ja, wenn euch interessiert, was im Fach Steuerlehre genau gelehrt wird, was es da für eine Prüfungsleistung gibt. Also schaut da dann unbedingt mal rein, wenn ihr euch für so ein Studium interessiert, oder auch in den Studienablaufplan, ja, und den schauen wir uns jetzt, würde ich mal sagen, genauer an. Also in diesem Studienablaufplan habt ihr genau aufgeführt, wie ihr dieses Studium absolvieren könnt, Semester für Semester. Ja, dazu muss man wissen, dass ihr das nicht machen müsst unbedingt. Das ist lediglich ein Vorschlag der IU. Also hier gibt es jetzt keine großartigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Modulen. Müsst ihr einfach mal ins Modulhandbuch gucken. Da steht das dann auch mal aufgeführt. Aber in der Regel könnt ihr hier auch, keine Ahnung, mit so einem Modul irgendwie starten, aber das nur als Hinweis. Also ihr seht, ihr habt das Vollzeitstudium 1. Semester, 2. Semester, 3. Semester. Hier habt ihr das Teilzeit 1 Studium 1. Semester, 2. Semester und so weiter. Und hier habt ihr das Teilzeit 2 Studium. Und das Erste, was hier auffällt, ist, dass die Module in der Regel so ungefähr 5 Leistungspunkte umfassen. Also, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, was Leistungspunkte eigentlich bedeuten,
Googelt einfach mal danach, ja, aber ganz vereinfacht gesagt, treffen diese Leistungspunkte eine Aussage darüber, wie viel Zeit ihr in ein so ein Modul und dann im Endeffekt in euer Studium stecken solltet. Also so ein normales Bachelorstudium hat in der Regel 180 Leistungspunkte Umfang. Ja, gibt natürlich auch Studiengänge mit 210 Leistungspunkten, aber diese Studiengänge, die ich euch hier vorstelle, die umfassen 180 Leistungspunkte und in Summe ergeben dann diese ganzen Module, die ihr hier absolviert, 180 Leistungspunkte. Also ihr seht, fast alle Module haben 5 Leistungspunkte. Ja, 50 wäre ein bisschen viel. 5 Leistungspunkte. Ja, das heißt, dass ihr eigentlich, wenn ihr wirklich straight arbeitet, ja, und auch so die ersten 1-2 Module mal durch habt, um so ein bisschen euch auszuprobieren, zu gucken, wie ihr am besten lernt und so weiter, solltet ihr dann nach den ersten paar Modulen auch locker ein so ein Modul in einem Monat schaffen können. Ja, je nachdem, ob ihr jetzt Vollzeit oder Teilzeit studiert und wie viel Zeit ihr da reinstecken könnt. So, das ist das Erste, was auffällt. Also hier der Umfang der Module. Dadurch, dass die nur 5 Leistungspunkte haben, habt ihr hier recht viele Module in Summe. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass ihr hier überwiegend Klausuren schreiben werdet. Also ihr seht, die meisten Module, die hier aufgeführt werden, die enden mit einer Klausur. Gelegentlich, ja, wird so ein Modul dann auch mit einem sogenannten Workbook beendet. Ja, so eine Art Einsenderaufgabe, kann man sagen. Das eine oder andere Modul endet auch, wie hier, mit einer Fallstudie beispielsweise. Ja, oder eben auch mal mit einer Seminararbeit. Aber das ist hier nicht die Regel. Die Regel sind hier einfach Klausuren. Also das ist wichtig zu wissen für euch. Ihr werdet hier im Fernstudium an der IU überwiegend Klausuren schreiben. So, was die Studieninhalte angeht, habt ihr euch sicherlich auch schon damit auseinandergesetzt. Ja, ihr wollt euch ja in das Thema Finanzwissenschaften oder in den Fachbereich der Finanzwissenschaften in das Thema Finanzmanagement vertiefen. Ja, da steckt schon das Wort Management drin. Das heißt, ihr werdet hauptsächlich in diesem Studiengang, so einem Bachelorstudiengang, hier mit BWL-Inhalten konfrontiert. Ja, das geht natürlich los hier an der IU schon im ersten Semester mit einer Einführung in die BWL. Ja, dann habt ihr Buchführung und Bilanzierung. Ja, da kommt kein BWLer drumherum. Ökonomie und Markt habt ihr hier, ein Modul Dienstleistungsmanagement, Steuerlehre und Recht, natürlich ja Kosten- und Leistungsrechnung, auch so ein Standard-BWL-Modul. Mit Marketing werdet ihr euch beschäftigen, mit Investitionen und so weiter. Ja? Und dann kommen hier im Laufe des Studiums auch die finanzwissenschaftlichen Module. Seht ihr hier Corporate Finance, Finanzmanagement, ja, was ihr auch studieren möchtet und so weiter. Finanzmärkte, Controlling natürlich auch. Und dann habt ihr hier auch ein Seminar zum Thema Finanzierung. Seminare schauen wir uns dann gleich nochmal im Detail an. So, dann so ein Angstfach, ja, für den einen oder die andere, für euch ist natürlich Wirtschaftsmathematik. Das werdet ihr hier gleich ganz am Anfang des Studiums absolvieren. Ja, ist aber schaffbar. Ja, ist jetzt keine extremst höhere Mathematik. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Mathe-Ass, ja, aber selbst wenn ihr nicht so gut in der Schule wart, holt vielleicht nochmal das ein oder andere nach, was ihr noch aus eurem Abitur kennt. Und ja, vielleicht braucht ihr ein kleines bisschen länger, wenn ihr nicht so gut in Mathe seid, für dieses Modul, aber ihr werdet hier gut durchkommen. Dann habt ihr noch ein Statistikmodul, ja, was denke ich mal auch recht mathelastig ist. Und ansonsten natürlich in all diesen Modulen, Kosten-Leistungsrechnung und so weiter, da werdet ihr dann immer wieder mit Wirtschaftsmathematik konfrontiert. Aber wenn man sich das hier mal alles so anguckt, ist das jetzt nicht die Welt. So, dann schauen wir uns mal noch die Vertiefungen an. Also ihr habt hier an der IU, das hatte ich ja schon erwähnt, dass das Besondere an diesem Studiengang ist, dass ihr hier viele Vertiefungsmöglichkeiten habt. Also ihr seht das, ihr habt hier gegen Ende des Studiums die Möglichkeit, insgesamt 3 Wahlpflichtmodule zu wählen. Und wie man hier sieht, umfasst ein so ein Wahlpflichtmodul immer 10 Leistungspunkte. Also doppelt so viel wie hier so ein normales Modul. Und in Summe, ja, sind es dann insgesamt 30 Leistungspunkte, die ihr hier an Vertiefungsmöglichkeiten habt. Also 30 Leistungspunkte, das entspricht in einem Vollzeitstudium einem ganzen Semester. Ja, also ihr habt im Prinzip ein ganzes Semester Zeit, euch hier in Fächer eurer Wahl zu vertiefen. Schauen wir uns vielleicht mal hier auf der Seite an, was da so für Möglichkeiten gibt. Da erkennt man das ein bisschen besser. Also ihr seht, im Wahlpflicht oder für das Wahlpflichtmodul A könnt ihr euch hier eines dieser Module aussuchen. Die gehen dann schon richtig tief rein in die Materie, was die Finanzwissenschaften oder Finanzmanagement angeht. Ja, ihr könnt euch hier mit Fintechs auseinandersetzen. Sehr interessantes und zeitgemäßes Thema. Oder auch mit Wirtschaftsprüfungen. Ja, natürlich mit nationalem und
internationalem Steuerrecht, digitale Geschäftsmodelle finde ich auch sehr interessant, ja, oder Business Controlling. In all diese Themen könnt ihr euch hier im Wahlpflichtmodul A vertiefen. Und dann habt ihr hier noch das Wahlpflichtmodul B und das Wahlpflichtmodul C und da wählt ihr euch aus diesen vielen Modulen hier noch zwei weitere Module raus. Und das ist das, ja, was die Hochschule vor einigen Jahren noch branchenspezifische Module oder so ähnlich genannt hat. Und da könnt ihr einfach gucken, ja, was arbeitet ihr, was passt irgendwie zu eurem Beruf und ihr sucht euch dann einfach entsprechend dem, was ihr arbeitet oder arbeiten wollt, etwas raus. Ja, wenn ihr hier irgendwie in diesem Bereich arbeitet, könnt ihr hier ein Modul Event Management belegen. Ihr könnt hier euch in eine Fremdsprache vertiefen, Englisch, Französisch, Spanisch oder was auch immer. Ja, ihr könnt euch theoretisch auch nochmal in eines dieser Module, die hier aufgeführt waren, vertiefen. Ja, oder beispielsweise in das Thema E-Commerce und so weiter. Oder wenn ihr im Gesundheitssektor arbeitet, hier in Gesundheit Management beispielsweise, internationales Management und so weiter. Davon sucht ihr euch dann hier eben zwei Module raus. Schauen wir uns mal an die Studieninhalte an der EuroFH, der Europäischen Fernhochschule Hamburg. Und ihr habt ja mal so eine Übersicht, wie das Ganze aufgeteilt ist. Und hier seht ihr auch, ja, das Erste, was so ein bisschen auffällt, ist, dass die Module hier ein kleines bisschen umfangreicher sind als an der IU Internationalen Hochschule. Also viele Module haben 6 Leistungspunkte. Das ist jetzt kein so großer Unterschied zu den Modulen mit 5 Leistungspunkte. Aber ihr habt hier eine ganze Menge Module auch, die 8 Leistungspunkte umfassen. Ja, teilweise sogar 12 Leistungspunkte hier, einige Module auch mit 10 Leistungspunkten, aber die meisten haben dann doch hier so um die 6 bis 8 Leistungspunkte. So, dann habt ihr hier die Bereiche, in denen ihr euch dann vertiefen werdet, mit denen ihr euch dann beschäftigen werdet. Ja, natürlich hier auch die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften. Ja, um diese ganzen BWLer-Themen kommt ihr hier nicht drum rum. Hatte ich ja schon gesagt. Ja, Marketing, Wirtschaftsrecht beispielsweise, Unternehmensführung. Natürlich eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre erstmal grundsätzlich und so weiter. Aber auch quantitative Methoden und auch natürlich eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Was hier nicht gibt, ja, vielleicht auch interessant für den einen oder die andere von euch, ein eigenes Modul für das Thema Wirtschaftsmathematik. Also das ist hier nicht vorgesehen, aber ich denke mal, dass ihr euch mit Wirtschaftsmathematik beispielsweise in diesem Modul hier beschäftigen werdet, ja, und generell dann in allen Modulen, wo das dann wirklich relevant ist. So, dann habt ihr hier diese Module mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt, also Grundlagen der Rechnungslegung, ja, Investitionen und Finanzierung, ja, wobei das natürlich auch BWLer-Module sind, ja, die ihr auch in jedem BWLer- oder BWL-Studiengang absolvieren werdet, Kostenrechnung und Controlling, Corporate Finance und sowas. Und dann habt ihr hier noch einen Wahlbereich. Also der ist ein bisschen kleiner als an der IU Internationalen Hochschule. Ihr könnt euch hier insgesamt 2 Module raussuchen aus diesen 6 Modulen, ja, beispielsweise hier Projekt und Change Management. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das hier 2-mal aufgeführt ist. Wahrscheinlich ist eines dieser beiden Module dann Vertiefungsmodul für das erste, aber auch mit Wirtschaftsethik, ja, was ich auch sehr interessant finde, könnt ihr euch hier beschäftigen oder auch mit Digital Finance. So, dann habt ihr hier noch das internationale Seminar, das ihr über den Wahlpflichtbereich belegen könnt. Schauen wir uns da gleich nochmal genauer an, wenn es um die Seminare geht. Aber ich wollte euch mal noch die Prüfungsformen zeigen. So, hier habt ihr nochmal eine Übersicht über den Studienverlauf, den Semestern nach. Also hier noch der Hinweis, ihr habt an der EuroFH einmal die Möglichkeit, ein Vollzeitstudium von 6 Semestern zu belegen. Ja, ihr könnt natürlich auch überziehen um eine gewisse Zeit. Ich glaube, um 12 bis 24 Monate bzw. 2 bis 4 Semester, je nach Zeitmodell, bezahlt ihr dann auch nicht extra, sondern ist immer in den Studiengebühren inbegriffen. Ja, oder ihr wählt dann hier dieses Teilzeitmodell, was 8 Semester im Vollzeitstudium dauert. Da dauert dann auch ein Semester ein kleines bisschen länger. Und das wäre dann so der klassische Studienablauf für das Vollzeitstudium. Ja, also das hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier habt ihr die Anzahl der Leistungspunkte für ein so ein Modul und ich wollte euch noch die Prüfungsformen zeigen. Und ihr seht, auch hier im Studium an der EuroFH habt ihr hauptsächlich Klausuren. Ja, das liegt letztendlich nicht an der Hochschule, an der IU oder an der EuroFH, sondern daran, dass so ein BWL-Studium generell immer klausurenlastig ist. Ja, diese BWL-Inhalte, die lassen sich eben auch am leichtesten mit so einer Klausur abfragen, abprüfen. Ja, aber ihr habt hier noch die ein oder andere Hausarbeit in diesem Studium, was ich auch sehr gut finde. Teilweise auch in Kombination dann mit den Seminaren hier. Aber ich finde auch, Hausarbeiten sind auf jeden Fall wichtig. Sieht auch so aus, ob hier ein bisschen mehr Hausarbeiten geschrieben werden in diesem Studium als an der IU Internationalen Hochschule.
Schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht mit der Praxis bzw. den Präsenzphasen. Ja, und hier an der IU, Internationalen Hochschule, ist wichtig zu wissen, habt ihr gar keine Präsenzphasen, also ihr müsst da nicht irgendwo antanzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Klausuren natürlich in Präsenz schreiben an einem der vielen Klausurzentren der Hochschule. Die gibt es überall in Deutschland verteilt, aber die Klausuren könnt ihr natürlich auch online schreiben. Und in diesem Studiengang gibt es letztendlich nur ein Seminar, was ihr absolvieren könnt. Also hier das Seminar Finanzierung. Das werdet ihr dann gegen Ende des Studiums absolvieren. Da schreibt ihr dann auch eine Seminararbeit, aber das findet dann auch online statt. Ja, also das könnt ihr dann hier wirklich von zu Hause aus mit Webcam und Headset und so weiter absolvieren. Also müsst dann nirgendwo auftauchen. Dann habt ihr noch ein Projekt, ja, hier das Projekt Financial Modeling. Da müsst ihr dann ein Portfolio dazu abliefern. Aber das war es dann auch schon hier an der IU mit den Präsenzen bzw. mit den Seminaren. An der Euro-FH sieht das Ganze ein bisschen anders aus und das finde ich zumindest auch einer der großen Pluspunkte der Euro-FH. Ihr habt hier sehr viele Möglichkeiten, an Seminaren teilzunehmen. Das Schöne ist, dass diese Seminare mittlerweile ja entweder in Online-Form, also als Online-Seminare oder wahlweise als Präsenzseminare dann vor Ort in Hamburg angeboten werden. Ja, das geht gleich los, ganz am Anfang des Studiums mit einer Einführung in das Studium. Ja, ein wichtiges Seminar, finde ich, sollte man auf jeden Fall dann auch vor Ort absolvieren, dauert 2 Tage direkt in Hamburg. Und da lernt ihr auch mal so ein kleines bisschen eure Kommilitonen kennen, lernt die Lehrkräfte kennen und so weiter. Ja, und da fühlt euch dann auch einfach mal nicht mehr ganz so einfach und könnt dann schon mal erste Kontakte knüpfen in diesem Studium. Ja, dann habt ihr hier ein Seminar Financial Modeling. Da könnt ihr euch auch aussuchen, ob ihr das Ganze online oder in Präsenz absolviert. Auch 2 Tage in Hamburg das Ganze. Dann habt ihr hier noch ein Seminar Kommunikation und Konfliktmanagement. Ja, finde ich auch sehr wichtig, sowas dann möglichst vor Ort zu absolvieren, weil ich denke mal, dass man hier dann auch so Rollenspiele und sowas absolvieren wird. Ja, steht sogar da, ja, dass man dann auch so ein bisschen sowas einüben kann. Ja, das geht natürlich am besten dann vor Ort, dauert auch 2 Tage. Dann habt ihr hier so ein Seminar Corporate Finance Training, könnt ihr auch in Hamburg absolvieren, wenn ihr möchtet, dauert 2 Tage. Auch sehr schön, ja, gefällt mir auch sehr gut, dass ihr hier ein Seminar habt zur Erstellung eines Businessplans. Ja, und das finde ich wichtig, dass man sowas absolviert in so einem Studium. Nicht nur, wenn man unternehmerisch tätig werden möchte, wenn man vielleicht ein Unternehmen gründen möchte oder sowas, sondern auch, ja, wenn man einfach vorhat, in diesem Bereich so ein bisschen Karriere zu machen, ja, vielleicht eine Geschäftsführung oder sowas zu übernehmen oder selbst als Teamleiter irgendwie tätig zu werden. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man sich mal mit der Erstellung eines Businessplans auseinandersetzt, wenn man das mal alles durchgeht, was man macht, was alles notwendig ist, ja, auch an Planungen, um so ein Unternehmen aufzubauen oder voranzubringen. Also das ist, denke ich mal, für jeden von euch sinnvoll und ich finde es echt gut, dass es das hier auch als Seminar angeboten wird. Auch 2 Tage könnt ihr auch in Hamburg absolvieren und dann gibt es noch einige Seminare, die ihr ja absolvieren könnt, je nachdem, was ihr euch für Wahlpflichtmodule raussucht. Also hier Digital Finance beispielsweise oder Intercultural Management könnt ihr euch dann hier noch als Seminar absolvieren. Ja, wobei das hier nur ein Webinar ist, also müsst ihr dann oder wenn ihr wollt, könnt ihr es dann online absolvieren. Auch dieses Seminar hier Intercultural Management wird dann als Online-Seminar angeboten. Und wenn euch das interessiert, ja, und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein internationales Seminar absolvieren. Finde ich auch einer der großen Pluspunkte in diesem Studium, dass hier die Möglichkeit gibt. Also ihr seht, das Ganze ist ein Auslandsseminar, das insgesamt 14 Tage dauert. Und da gibt es einige Partnerhochschulen, mit denen die Hochschule hier verpartnert ist. Ja, könnt ihr dann an einer dieser Partnerhochschulen das internationale Seminar absolvieren. Wenn nicht so weit weg wollt, könnt ihr es hier in der Nähe machen. Ja, Dänemark oder so, könnt ihr sogar noch mit dem Auto hinfahren. Oder auch in Polen. In Spanien gibt es eine Partnerhochschule. Oder ihr fliegt nach Großbritannien. Oder wenn ihr richtig weit weg wollt, ja, dann könnt ihr nach China fliegen. Und zwar nach Shanghai. Also ihr seht es hier auf der Karte. An die East China University of Science and Technology. Ja, also ich glaube, das ist ein richtiges Highlight dann, wenn man das in diesem Studium absolviert. Nach 14 Tage in Shanghai verbringt, ja, richtig lost in translation, dort so ein Seminar absolviert, also sowas wird man, glaube ich, nie wieder vergessen, irgendwie so eine Zeit, ja, oder ihr absolviert das Ganze in den USA, dann hat die Hochschule hier eine Partnerhochschule in
Boston und da könnt ihr das dort absolvieren. Ihr müsst natürlich nicht, ja, man muss, wenn man das Ganze absolviert, natürlich noch eine Menge an Zusatzkosten einrechnen, denn die Unterkunft, ja, die wird euch dann hier nicht bezahlt für diese 14 Tage und auch den Flug, den müsst ihr dann selber buchen und bezahlen, ja. Also wenn ihr fliegen wollt, wenn ihr jetzt wirklich weiter weg wollt, ich meine, wenn ihr jetzt nach Polen wollt oder nach Dänemark oder sowas, dann müsst ihr natürlich nicht hinfliegen, da wird die Anreise auch nicht ganz so teuer. Ich würde mal sagen, wir werfen mal einen kleinen Blick hier auf die Bewertungen für beide Studiengänge. Die habe ich mir jetzt hier rausgesucht auf fernstudiumcheck.de. Da hat man mal sehr schön sehr viele Bewertungen für sehr viele Studiengänge. Und bei diesen beiden Studiengängen gibt es schon eine ganze Menge Bewertungen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns die hier auch noch mal genauer an. Also ihr seht hier an der Euro-FH in diesem Studiengang Finance and Management habt ihr hier eine Gesamtbewertung von 4,4. Also ist wirklich sehr gut. Ihr habt hier eine Weiterempfehlung von 100%. Ja, also tatsächlich jeder, der hier eine Bewertung hinterlassen hat, empfiehlt diesen Studiengang weiter. Ich meine, es ist klar, dass man diese Bewertung jetzt nicht als absolut ausschlaggebend für eine Entscheidung für oder gegen ein Studium nehmen sollte. Ja, man sollte sich auch mal ein bisschen vorsichtig angucken. Teilweise werden die Bewertungen ja incentiviert, also die Hochschulen, ja, ich will nicht sagen drängeln, aber motivieren ihre Hochschüler schon dazu, ihren Studiengang zu bewerten und so weiter. Ich habe auch mal ein Video gemacht auf diesem Channel zum Thema Bewertung. Schaut da einfach mal rein. Aber trotzdem denke ich, ja, auch im Vergleich mit vielen anderen Studiengängen, Hochschulen, ist das schon eine sehr, sehr gute Bewertung hier von 4,4 mit wirklich niemandem, der diesen Studiengang nicht empfiehlt. Ja, das kann man sich hier nämlich einfach so filtern. Ja, und dann sieht man hier, hier gibt es tatsächlich keinen, der diesen Studiengang nicht weiterempfiehlt. So, wenn man sich das hier mal anguckt, hier gibt es ganz kleine Minuspunkte zum Thema digitales Lernen. Ja, aber ansonsten wirklich Preis-Leistung 4,3 ist, glaube ich, noch ein bisschen besser als an der IU. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, was ich dann immer manchmal mache, ist oder gerne mache, ist hier zu filtern nach Bewertungen mit 3 Sternen, ja, oder Bewertungen, die nicht ganz so gut sind. Ja, und dann seht ihr schon, das sind trotzdem ziemlich gute Bewertungen. Ja, trotzdem Leute, die das Ganze filtern. Ich habe ja mal so ein paar Punkte rausgeschrieben, die hier kritisiert werden. Ja, wie gesagt, es sind nur sehr wenig Leute, die hier ein bisschen oder die da den einen oder anderen Punkt kritisieren. Hier kritisiert beispielsweise jemand, dass die Prüfungen leider nur einmal im Monat möglich sind. Ja, was ich eigentlich interessant finde vom Kritikpunkt her, ich meine, an der IU kann man seine Prüfungen online jederzeit schreiben, ja, Tag und Nacht, nicht nur einmal im Monat, aber ihr müsst mal überlegen, wie das Ganze an einer staatlichen Hochschule abläuft, ja, beispielsweise an der Fernuni Hagen oder so, wenn ihr da Wirtschaftswissenschaften studiert, da habt ihr die Möglichkeit, eure Prüfung einmal im Semester zu schreiben, ja, da müsst ihr wirklich euch vorbereiten, dann auf einen speziellen Tag, quasi zweimal im Jahr könnt ihr da eure Prüfungen schreiben. Und wenn ihr hier die Möglichkeit habt, wirklich einmal im Monat die Prüfung zu schreiben, weiß nicht, ist nicht wirklich ein Kritikpunkt wert. Ja, ist halt nicht ganz so mega flexibel wie an der IU, aber trotzdem finde ich es krass, ja, dass man hier einmal im Monat hat, seine Prüfungen zu schreiben. Dann kritisiert hier jemand, ja, dass das Studienmaterial teilweise unübersichtlich und verwirrend ist. Ja, aber ich würde sagen, auch das ist ein bisschen eine subjektive Sache. Kommt immer drauf an, halt, was man für Vorkenntnisse hat und so weiter, was man für ein Lerner ist. Ja, nicht für jeden Lerntyp, sage ich mal, wenn es wirklich sowas wie Lerntypen geben sollte, ist ja die Studienform des Skriptes top geeignet. Ja, ihr müsst euch klar sein, dass ihr im Fernstudium hauptsächlich mit Skripten arbeitet. Ja, auch an der IU, auch an der Europäischen Fernhochschule Hamburg. Das ist nicht so, dass ihr dann einen Haufen Videos wie auf YouTube vorgesetzt bekommt und man euch da dann alles vorkaut, sondern ihr werdet hauptsächlich mit Skripten arbeiten, ja, und hier hat ja halt jemand kritisiert, dass die teilweise unübersichtlich und verwirrend sind oder sein können. Ja, dann, ich weiß nicht, ob es derselbe Nutzer war, aber dann hat doch jemand kritisiert, dass es keine Online-Vorlesungen gibt. Wie gesagt, das könnt ihr einfach nicht erwarten im Fernstudium, ja, oder nicht an jeder Hochschule. Es gibt an allen Hochschulen eigentlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es an der Euro-FH ist, aber an der IU ist auf jeden Fall so kurze Videoclips eigentlich oder eher so kürzere Videos. Teilweise gibt es Aufzeichnungen der Online-Veranstaltungen, aber in der Regel habt ihr den einen oder anderen Videoclip, ja, der dann mal ein bisschen ergänzt, was in den Skripten steht. Aber es muss klar sein, dass ihr so ein Studium hauptsächlich mit Skripten und Büchern durcharbeitet. Ja, das ist letztendlich nicht anders als an einer staatlichen Hochschule wie der Fernuni Hagen, wo ihr auch überwiegend mit Skripten arbeitet. So, dann gibt es noch einen kleinen Kritikpunkt, den ich hier noch rausgefunden habe. Die Korrekturen
der Klausuren, die fand jemand nicht ganz so zureichend oder nicht ganz so hilfreich sozusagen. Aber ich kann euch sagen, ich habe auch schon an der staatlichen Hochschule Klausuren geschrieben. Da wird halt einfach falsch angestrichen, was falsch ist. Ja, aber da ist jetzt nicht so, dass wenn man da Veranstaltungen hat mit 100, 200 Leuten, dass da die Leute, die Klausuren korrigieren, ja, das sind in der Regel ja nicht mal die Profs, sondern Hilfskräfte, dass die da dann ganz genau schreiben, wie man es richtig machen müsste. Ja. Zusätzlich muss man dann auch mal noch sehen, dass man Einsicht irgendwie in seine Klausuren bekommt. Also ich finde, das ist auch ein ganz kleiner, absolut marginaler Kritikpunkt. Schauen wir uns mal die Bewertung hier an der IU an. Also ihr habt da 62 Bewertungen, ja, nur ein kleines bisschen mehr als an der Euro-FH. Ich habe da eine 4,5. Bei der IU, bei der Euro-FH hatten wir 4,4, also im Prinzip dieselben oder fast dieselbe Bewertung, fast dieselbe Qualität. Hier habt ihr eine Weiterempfehlung von 97%, also nicht 100% wie an der Euro-FH, aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nur zwei Nutzer, die diesen Studiengang nicht weiterempfehlen können. Ansonsten, ja, Preis-Leistung gibt es hier ein ganz kleines bisschen Abzug, ein ganz kleines bisschen in der Betreuung. Ja, Betreuung ist auch so ein Kritikpunkt, den ich immer mal wieder lese an der IU Internationalen Hochschule, einfach weil das so eine riesige Hochschule ist und auch durch das Wachstum, ja, das die Hochschule durchgemacht hat jetzt über die letzten drei Jahre, ist mein Eindruck zumindest teilweise nicht mehr ganz so hinterhergekommen, was den Support angeht, ja, und da gab es manchmal ein bisschen längere Antwortzeiten und sowas auf Fragen, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile ganz gut eingependelt, ja, und es ist ja trotzdem noch eine Bewertung hier von 3,9 von 5 Sternen. So, was habe ich mir hier rausgeschrieben? Also schauen wir uns mal an, die Leute, die hier nicht weiterempfehlen, lest euch einfach mal diese Bewertungen hier durch. Einer bewertet oder einer bemängelt zum Beispiel, dass die Skripte akribisch, wie gesagt, auswendig gelernt werden müssen. Das ist tatsächlich so, zumindest habe ich das schon öfter mal gelesen. Ja, ich hatte ja gesagt, die IU ist auch eine sehr klausurenlastige Hochschule. Die Klausuren werden häufig auch so zusammengestellt, dass die sich wirklich satzgenau auf einzelne Inhalte aus den Skripten beziehen. Und ich denke mal, das ist auch unterschiedlich von Modul zu Modul. Aber diesen Kritikpunkt habe ich jetzt schon öfter gehört. Jemand hier, ich weiß nicht, ob es dieser Nutzer hier war oder diese Nutzerin, fand es auch schwierig dann, sich auf die Klausuren entsprechend vorzubereiten, weil man eben wirklich so punktgenau auswendig lernen muss. Hier kritisiert jemand die hohen Preise. Ja, die IU ist schon, würde ich mal sagen, eine teure Hochschule. Schauen wir uns auch gleich mal an, wenn es um die Studiengebühren geht. Also jetzt nicht viel teurer als andere Hochschulen, werden wir gleich sehen, wenn wir das Ganze mal vergleichen. Dann hat hier jemand kritisiert, einer dieser beiden Nutzer wahrscheinlich, dass man in so einem Studium dann doch, oder an der IU, im Studium recht stark alleine auf sich gestellt ist. Ja, aber ich kann euch sagen, das ist im Fernstudium immer so. Ja, wenn ihr nicht alleine auf euch gestellt werden sollt oder wollt in so einem Studium, dann macht vielleicht ein berufsbegleitendes Studium, wo ihr einen Abendunterricht habt, also ein Abendstudium quasi an der FOM könnt ihr es beispielsweise machen. Die IU bietet auch einen Abend oder eine Art Abendstudium an. Oder an der Euro-FH hatte ich euch ja gezeigt, kann man auch ein Abendstudium machen. Jetzt nicht den Studiengang, Finance Management, aber andere Studiengänge. Aber im Fernstudium seid ihr die meiste Zeit doch auf euch alleine gestellt. Ja, ihr könnt euch austauschen mit euren Kommilitonen so ein bisschen über die digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Ihr könnt die ein oder andere Frage stellen an den oder die Dozentin. Ja, aber ansonsten seid ihr doch die meiste Zeit auf euch alleine gestellt. Aber ich kann euch sagen, ja, an der staatlichen Hochschule ist es auch nicht anders. Da ist man auch die meiste Zeit auf sich alleine gestellt. Ich meine, da hat man mehr Seminare und sowas, wo man ja dann auch mal wirklich in Austausch tritt, auch mit seinen Kommilitonen, mit den Lehrkräften. Aber wenn du da eine Vorlesung hast, ja, gerade Einführung in die BWL und sowas mit 200 Leuten, da ist nicht viel Austausch, ja, mit der Professorin oder dem Professor. Da ist man dann auch für die Klausur vor allem auf sich alleine gestellt. Dann gab es hier noch einen Kritikpunkt, das ist jetzt der letzte, den ich aufgreife, ist, dass es öfter mal technische Probleme gibt, vor allem in den Klausuren. Also der Nutzer fand dann, dass man durch diese möglichen technischen Probleme auch relativ leicht gestresst, ja, in so eine Klausur gehen kann. Und das habe ich auch schon öfter gehört oder gelesen. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht hier auf diesem Channel, wie so eine Online-Klausur an der IU Internationalen Hochschule abläuft. Und in diesem Video probiere ich das auch live aus. Ja, bei mir hat das auch nicht richtig funktioniert. Aber ja, so ist es halt mit Online-Klausuren, mit diesen technischen Möglichkeiten. Das muss man immer mit einplanen und einrechnen. Ich persönlich würde schon allein aus diesem Grund dann immer auch Präsenzklausuren schreiben. Ja, so ein richtig klassisches Klausursetting. Da geht man auch gestresst hin. Ja, wenn ich dann eine andere Stadt
fahren muss, irgendwo hin, um diese Klausur dann zu absolvieren. Und da früh aufstehen und so weiter. Vor Klausuren ist man immer gestresst, ja. Ich meine, es ist nicht so schön, wenn da noch so ein technischer Stress mit dazukommt, ja, aber das passiert dann auch ab und zu mal bei solchen Online-Klausuren hier auch an der IU. So, Freunde, schauen wir uns noch die Studiengebühren an. Ich fange mal an hier mit der IU Internationalen Hochschule. Also, die günstigste Möglichkeit, was die monatliche Belastung angeht, von 209 Euro. Aber da kommt er über das gesamte Studium, ja, über diese 72 Monate Regelstudienzeit, dann auf 15.048 Euro. Ja, und was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass ihr noch eine Graduierungsgebühr am Ende des Studiums bezahlen müsst, ja, in Höhe von 700 Euro oder 699 Euro. Die müsst ihr dann hier noch mit dazu rechnen zu den Gesamtkosten. Ja, und dann kommt er hier für dieses Teilzeit-2-Studium auf insgesamt knapp 15.700 Euro, also schon recht teuer. Wenn das Ganze günstiger werden soll, dann macht er hier so ein Vollzeitstudium. Ja, das dauert 36 Monate, 6 Semester und über diese Zeit bezahlt er dann 359 Euro im Monat und dann kommt ihr auf insgesamt 12.900 Euro müssten es sein, plus die 699 Euro, also seid ihr bei knapp 13.500 Euro für das gesamte Studium. Ja, oder die meisten entscheiden sich, glaube ich, hier für dieses Studienmodell. Da zahlt ihr 309 Euro monatlich über die Studienzeit von 48 Monaten. Kommt dann auf insgesamt 14.800 Euro plus die 699 Euro Graduierungsgebühr. Hier kommen dann aber nicht mehr sehr viel mehr weitere Kosten dazu. Ich meine, ihr braucht natürlich noch ein bisschen Studienmaterial, also ein paar das ein oder andere Lehrbuch, wollt ihr euch vielleicht auch gedruckt kaufen oder einen neuen Rechner oder sowas. Das müsst ihr dann noch so ein kleines bisschen mit einberechnen, ja, aber sehr viel mehr wird es dann hier nicht, weil ihr eben keine Seminare habt, die euch Reisekosten verursachen und so weiter. Was kostet das Ganze an der Euro-FH? Ich hatte gesagt, hier gibt es nur zwei Studienmodelle, das Vollzeitstudium, ja, es wird hier als kurzes Studium bezeichnet und das Standardstudium, ja, kurz und Standard deswegen, weil die meisten wahrscheinlich hier dieses Teilzeitmodell wählen und wenn ihr das wählt, dann seid ihr hier bei normalerweise 289 Euro im Monat, immer je nach Rabattaktion, ja, jetzt läuft hier gerade so eine Rabattaktion, zahlt ihr momentan dann nur 260 Euro, also könnt ihr noch eine ganze Menge Studiengebühren sparen. Da kommt ihr für das gesamte Studium auf 13.800 Euro. Also ist es letztendlich ein ganz Stückchen günstiger als an der IU Internationalen Hochschule. Wenn ihr noch mehr sparen wollt, ja, dann wählt ihr hier dieses Studienmodell Vollzeit. Ihr könnt das ja noch mal ein bisschen überziehen, ja, hier um 18 Monate, also bis zu 3 Semester könnt ihr es dann nochmal überziehen, ja, was dann letztendlich auch einem Teilzeitstudium entsprechen würde. Ja, da kommt ihr auf 9 Semester da kommt ihr hier insgesamt auf Studiengebühren von 12.900 Euro, ja, und zahlt dann monatlich 359 Euro oder wenn ihr hier so eine Rabattaktion nutzt, die immer wieder gefahren werden von beiden Hochschulen, übrigens auf 323 Euro im Monat. Was ihr aber hier auf jeden Fall noch mit einberechnen müsst, sind die Seminare. Ja, wenn ihr die vor Ort absolvieren wollt, also ich hatte gesagt, wie viele Seminare waren das? 4 oder 5 Seminare, jeweils 2 Tage in Hamburg. Also mal mindestens eine Übernachtung mit einplanen, dann sind es 5 Übernachtungen. Ja, sagen wir mal, für ein gutes Hotel wären das dann um die 500 Euro für die Übernachtung, 400 bis 500 Euro. Plus ja die Verpflegung und so weiter. Da seid ihr schon bei, lass es mal zwischen 500 und 1000 Euro sein mit der Anfahrt und allem drum und dran für die Seminare, die ihr noch mit einberechnen sollt. Und natürlich, wenn ihr das internationale Seminar absolvieren wollt, dann habt ihr nochmal richtig Kosten. Ja, für die 2 Wochen braucht ihr hier eine Unterkunft. Ja, ihr braucht eine Verpflegung. Ihr müsst vielleicht einen Flug buchen, je nachdem, ob ihr jetzt nach China oder in die USA wollt oder nach Spanien. Ja, müsst ihr vielleicht auch einen Flug buchen. Und ja, ich würde sagen, da kommt ihr auch nochmal locker auf einem 4-stelligen Betrag, ja, jetzt mal ganz grob geschätzt, so um die 2000 Euro für den ganzen Spaß. Aber ihr müsst ja nicht daran teilnehmen. Aber wenn man jetzt mal rechnet, ihr lasst das internationale Seminar weg, ja, und macht einfach nur die normalen Präsenzseminare mit, dann vor Ort in Hamburg und wählt dann hier dieses kurze Studienmodell, ja, dann seid ihr bei 13.000 Euro, seid ihr bei ungefähr so 14.000 Euro für diesen gesamten Studiengang, nochmal so 500 Euro für alle möglichen anderen Eventualitäten einberechnet, ja, irgendwelche Lexika gekauft, die ihr gedruckt im Regal stehen haben möchtet, vielleicht noch einen neuen Rechner oder sowas, ja, dann seid ihr hier bei 14.000, 15.000 Euro für das gesamte Studium. Also so viel nimmt sich das an sich jetzt nicht mit der IU. Die Studiengebühren sind ungefähr
gleich. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor für oder gegen ein Studium. So, Freunde, kleines Fazit für beide Hochschulen. Ich fange mal an mit dem Punkt Flexibilität. Und hier hat, denke ich mal, die IU Internationale Hochschule ein Stückchen zumindest die Nase vorn. Die EuroFH ist zwar auch sehr flexibel, ja, weil ihr da mittlerweile auch Online-Klausuren schreiben könnt. Ja, die werden hier aber nur monatlich angeboten. An der IU könnt ihr die wirklich rund um die Uhr auch nachts schreiben, ja, wenn ihr wollt. Dafür ja, habt ihr aber keine richtigen Seminare. Es wird eben nur ein Seminar angeboten. Ja, aber wenn euch das nicht wichtig ist, dass ihr da Seminare absolviert, sondern wenn ihr wirklich straight den Abschluss durchziehen wollt, ja, und da wirklich sehr viel Flexibilität braucht, weil ihr beruflich auch stark eingebunden seid, ist wahrscheinlich die IU Internationale Hochschule die Hochschule, die, ja, würde ich mal sagen, die passendere für euch ist. So, zweiter Punkt, Praxis und Seminare. Hier hat absolut die EuroFH die Nase vorne. Für mich wäre das zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, ja, für so eine Studienentscheidung, dass da auch viele Seminare mit angeboten werden, auch wenn es ein Fernstudium ist. Ja, aber die Seminare, die sind ja auch immer so gelegt, dass ihr die schön am Wochenende oder gegen Ende der Woche dann absolviert. Also ihr habt die Seminare jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwann dienstags zwischen 9 und 17 Uhr oder sowas, sondern dann immer am Wochenende, ja, dass ihr euch da jetzt nicht auch unbedingt jedes Mal Urlaub dafür nehmen müsst. Während es an der IU Internationalen Hochschule gar kein richtiges Seminar gibt, also kein Präsenzseminar, sondern eben nur so ein Online-Seminar, oder was heißt nur, ja, für den einen oder die andere von euch ist es sicherlich vorteilhafter. Ja, ich finde es, wie gesagt, gut, dass die EuroFH hier so viele Möglichkeiten zu Seminaren anbietet, ja, weil das sind letztendlich auch die Sachen, die man sich dann im Kopf behält, ja, also wenn man da wirklich in Austausch treten kann, auch mit seinen Kommilitonen, wenn man da auch mal richtig live vor Ort sieht, wer da mit einem studiert, wenn man sich mit den Lehrkräften da austauschen kann, das sind dann so Sachen, die wird man dann nie wieder vergessen, ja, während man dann halt die ganzen Skripte, die man da durcharbeitet in so einem Studium, nach 2 Jahren alle locker wieder vergessen hat. Also hier hat, was das angeht, die EuroFH die Nase vorn, nicht zuletzt auch durch die Möglichkeit, an so einem internationalen Seminar teilzunehmen. Kosten nehmen sich beide Hochschulen nicht so viel, ja, muss jetzt nicht weiter drauf eingehen, habt ihr ja gesehen. Ihr seid bei beiden Studiengängen so bei ungefähr 14.000, 15.000 Euro, also ist jetzt nicht unbedingt ein Entscheidungsgrund für oder so ein gegen so ein Studium. So, letzter Punkt, die Bewertungen, die hatte ich euch auch gezeigt, ja, sind eigentlich auch kein wirkliches Entscheidungskriterium. Die sind auch beide wirklich sehr gleich bei beiden Studiengängen. An der IU gab es den einen oder anderen Studierenden, ja, oder die Studierende, die nicht ganz so zufrieden war. Aber es waren tatsächlich auch 2 Leute oder 2 User, die da den Studiengang nicht weiterempfohlen haben. Alle anderen sind wirklich top zufrieden mit ihrem Studium. Ja, also an so Bewertungen kann man das jetzt auch nicht wirklich festmachen. Ja, bleibt für mich zu sagen, der einzige Punkt, an dem man dann wirklich so eine Entscheidung festmachen kann, ist A, dass die EuroFH beispielsweise mehr spezialisiert auf diese Management-Studiengänge ist, während die IU, ich will nicht sagen, so eine Bauchladen-Hochschule ist, ja, aber doch wirklich ein sehr, sehr großes Studienangebot in allen möglichen Fachbereichen hat. Und B ist, glaube ich, ein wichtiger Bewertungs- oder ein wichtiger Entscheidungsgrund auch, dass man Seminare an der einen Hochschule absolvieren kann, ja, also auch richtige Präsenzseminare, während das an der anderen nicht geht. So, Freunde, so viel zu diesem sehr, sehr langen Video. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Euer Wolf.